Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeine Rade. Als allererstes wünsche ich allen Zuschauern, Abonnenten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich bedanke mich, dass ihr immer wieder reingeschaut habt und mich so ein bisschen unterstützt habt auf diesem Kanal. Und ja, das war es eigentlich schon. Eigentlich nur ja, so einen kleinen Dank so. Silage habe ich abgeschlossen. Zumindest das Gras einfahren. Viel ist nicht, aber naja. Es kommt noch. Wir haben ja hier noch eins und da kommt ja den grünen Roggen rein. Dazu muss ich sagen, die Felder sind von gepflanzt auf im Wachstum umgeschwungen. Das ist jetzt alles im Wachstum. Das muss auch gedüngt werden und das muss auch noch gedüngt werden. Hier wollten wir ja Sojabohnen. Ist leider noch zu kalt, also wird das nichts. So, ihr seht, ich habe den Schwader dahinter. Das mit dem Heu hat leider nicht geklappt. Deswegen heißt es Schwaden. Und Silageballen fressen. Also dann war es wahrscheinlich doch ein bisschen zu kalt. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen geguckt. Eigentlich steht hier drin um 12, aber gegen halb 10 ungefähr fängt es immer an zu regnen. Also werden wir jetzt hier Bahnschwaden und dann das zu Silageballen fressen. Da werden wir uns denn aber erstmal ein Wickelkombi mieten, nur vom Händler. Man, ein bisschen zu dicht gefahren hier. Also eine Wickelkombi mieten. Und dann die Ballen halt erstmal wickeln, damit die erstmal gären können, weil, wie gesagt, ich wollte das gerne Silage lose machen und die Silageballen werden wir dann verkaufen. Dann werden wir Heu, oh Mann, schon wieder Heu noch mal zu einem anderen Zeitpunkt machen. Vielleicht wird es ein bisschen wärmer, es wird im Sommer hin, denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir haben ja noch keine Kühe zu versorgen. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich denke mal, allzu viele Ballen werden denn hier auch nicht rauskommen. Müssen wir mal gucken, wie das so ist. Ja, Silage war jetzt, oh Gott, irgendwas bei 150.000 Liter ungefähr, plus minus halt. Sind wir dann auch schon wieder gleich fertig. Das war dann unser erster Versuch mit Heu machen. Hat nicht hingehauen. Naja, was soll man dann machen? Wie gesagt, ist denn halt so. Dann müssen wir halt nochmal
im Sommer nachher anfangen. Machen wir nächste Saison mal ein bisschen später Heu, wenn wir es denn brauchen. Ich weiß nicht, ob ich mit den Gespannten auf die Kuhweide raufkomme. Werden wir gleich sehen. Boah. Ja, das ist ein bisschen doof. Der hat nämlich so eine große Wendekreis. Das ist ein bisschen doof dann. Ich denke mal, das wird auch der erste Trigger sein, der dann ausgetauscht wird. Wenn wir denn so weit sind damit, sag ich mal. Spätestens nächste Saison kommt dann, denke ich mal, ein neuer aufs Fan wird, weiß ich nicht. Vielleicht auch mal was anderes. Vielleicht gibt es bis dahin ja noch wieder ein paar neue Trigger als Mod. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob ich hier jetzt reinkomme. Mit dem Gespann. Müsste ich von da rein, ist auch nicht gerade viel besser. Irgendwo hänge ich, jo, da am Pfeiler. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Supi. Ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht noch ein paar Aufträge mache hier auf dieser Karte. Das ist zwar das, eigentlich ist alles Problem nur. Es gibt auch eigentlich nicht so viel Geld dann, weil... Wow. Was bin ich denn hier jetzt gefahren? Das machen wir nochmal. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt halt auch nicht so viel Geld, weil die Mietgeräte ganz schön teuer sind. Ist ja noch nicht besser geworden. Meine Güte, ey. Boah. Vielleicht tausche ich den Fan auch bald schön aus. Also das ist zwar, der ist zwar, ich finde ihn zwar schön, aber der Wendekreis, das ist ja... Grausam ist das. Weil Geld haben wir eigentlich noch genug. 741.000.
spricht eigentlich nichts dafür. Na, mal gucken. Ah, ich denke mal, wir werden ihn diese Saison noch behalten. Und dann im nächsten Jahr, also im Game nächsten Jahr, kommt dann ein neuer Trecker auf den Hof für den Fan, denke ich mal. Ja, ich finde ihn schön, aber der Wendepreis hier ist. Doch ganz schön toll. Und hier tun wir so. Meine Güte. Zu früh wird es ja auch, oder zu spät wird es ja auch nicht einschlagen, weil zu früh. Dann lässt ja wieder die Hälfte stehen hier. Oder liegen, besser gesagt. Oder wenn zu spät einschlägst, dann nimmst du vom anderen Schwatz alles mit noch wieder. Oh, jetzt sind wir hier auch schon wieder fast durch. Das meine ich. So. Wo hatten wir da vorne hatten wir angefangen, ne? Jo. Dann haben wir wieder zwei noch Vorgewände fertig. So, wir sind aber auch schon wieder am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, und wie gesagt, feiert schön, macht nicht zu doll, passt auf das Geballer auf, ne? Und dann sehen bzw. hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, macht es gut, tschüssi.